So, Freunde, willkommen zur Unterbildnisbeschwörung. Man kennt es ja, wenn Scheiße läuft, soll man ja immer nur Geld reinbuttern. Das machen wir jetzt. Mal gucken, ob das funktioniert. <laughs> Nein, ähm, es geht ja im Endeffekt darum, wir haben ja hier noch einige Helden, die wir ähm, die wir bräuchten. Ja, ich rede jetzt tatsächlich nicht mehr von ihr. Ja, ich rede eher von ihm als Heiler, aber ich, mir geht es jetzt erst in erster Linie um die Defensive, ne? Ähm, sie würde ich gerne haben, aber nicht für die Defensive, sondern für die Defensive wäre er nicht schlecht, aber da habe ich Penio leid also auch erstmal nicht Ziel Nummer 1. Er hier. Er und er. So, er ist vorgestellt. Eine Sache. Was soll ich sagen? Ich meine, ähm, ja, für, für diejenigen, die jetzt den Scherz nicht verstanden haben, ich kaufe das Angebot ja immer, egal wie der Krieg läuft. Ob ich da 70 Punkte im Krieg mache oder ob ich da 300, was weiß ich, für das mache. Ja, das kaufe ich ja so oder so. Was wär, das kann ich ja nochmal einmal. Wir haben ja hier was Neues. Die lassen sich ja hier immer noch mehr einfallen. Ne? Guck mal, diese Monsterköder. Äh, steigert deine Chance auf seltene Unterbildnis-Fledermäuse. Ne, diese -Fledermäuse, ähm, die geben dir dann ähm, so wie die Gnome bei bei Valhalla, ne? die geben dir dann hier ähm, Embleme und äh, so ein Nahrungspaket und weiß der Geier was. So und hier ist es so, wenn du jetzt diesen Köder hast, dann ähm, können es täglich nicht mehr 15 sein, weil das auf 15 äh, reglementiert ist, sondern 25. Und ähm Unterbildnisfledermäuse garantiert, gewähren außerdem garantiert zusätzliche Unterbildnismünzen. Das heißt, wenn das eine Fledermaus ist, die eigentlich ähm, normal jetzt äh, dir drei Embleme dahin legt, dann kriegst du zusätzlich auch noch Unterbildnismünzen dazu. Ob sich das lohnt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Glaube ja nicht so. Das ja. äh, ist eher was für die Leute, die halt hier mit den Loot-Tickets das machen wollen. Ähm. Ja, da geht das Hand in Hand, ne? Also das ist ja, das ist ja, zumindest ist es ja eine Sache, die Hand in Hand geht. Wenn du sowieso Loot-Tickets haben willst, kriegst du dabei den Monsterköder, den kannst du laufen lassen und dann, wenn du die Loot-Tickets reinballerst, dann kriegst du sowieso noch ein bisschen mehr vielleicht daraus. Also das ist eine Sache, ähm, da, da profitiert man, wenn man jetzt sagt, äh, ich, ich farme sowieso viel und baller da meine ganzen Tickets rein, dann ist das was, wo ich sagen würde, ja, dann, dann hat man da wenigstens noch irgendwie einen Vorteil raus, ne? Aber sonst, wenn man jetzt sagt, ich will den haben, aber ich weiß, dass ich sowieso nicht viel farme, dann braucht man das. Gut, also, äh, wir machen 24 Beschwörungen. Ähm, ich habe, wie gesagt, diese, diese 1000 Münzen und 1400 hatte ich schon vorher. Warum auch immer. Und äh, wir gucken einfach, was kommt. Ja? Also, Oktros Morell wäre schon ganz geil. Aber bin halt auch offen für vielleicht jetzt nichts Doppeltes oder sowas, aber wir gucken mal. Jeder Fünfer, den wir kriegen, da ist jetzt Monatsheld oder Season 1, geht in den äh, Soul Exchange. Also, das ist jetzt auch nicht so schlecht, als das kriegen. Und beim letzten Mal, als wir so eine Konstellation hatten, da war das mit Lidenbrock. Die anderen beiden hatten wir, nur Lidenbrock hat gefehlt, und da haben wir nur Lidenbrock gekriegt. Ja, vielleicht habe ich ja jetzt auch noch mal so Glück und es funktioniert mit Morell so. Wird man... Werden wir rausfinden. Also rot und blau, das sind unsere Farben. Rot und blau, das, das ist gut. Dann ist äh, Alarmstufe. Bei grün ist eher, eher keine Alarmstufe. Ja, rot. Ah, von der vom Volumen her ist er ja schon richtig, noch <laughs> nicht. Von der Sternanzahl. Ja. Nein. Nur du bist vom vom Volumen her völlig falsch. Völlig falsch. Ich brauche nicht dich. Ich brauche den anderen mit den langen Ohren. Also ich muss ja sagen, ich krieg viel Blau und Rot. Da bin ich ja ähm schon mal, mal einigermaßen zufrieden mit. Bei grün kriege ich nur Gramms. Komm. Blau, ja. Nein, jedes Mal. Das ist jetzt der dritte blaue in Folge, wo es Halo ist, oder? Dazwischen war vielleicht noch ein Grimm oder so Aber es kommt nur er. Gelb, brau, Ja, gelb kommt auch nur Poppy. Ja, immer, immer die gleichen. Ich meine, das ist wenigstens Season 4. Ja, okay. Oder <laughs> auch nicht. Warum Warum sage ich so? Ja, danke, danke. Aber warum Warum sage ich sowas? Jedes Mal, egal wenn ich irgendwas sage, ich krieg direkt einen am Deckel. Ne? Im Krieg, ja, läuft ganz gut. Bam, danach kommt gar nichts mehr. Dann sage ich hier, kommt irgendwie was. Und dann äh, nur kommt nur Season 4 und dann kommt äh, Season 1. Also, ich sollte, glaube ich, einfach die Klappe halten ich mir glaube ich einen gefallen mit und wie Schon wieder, schon wieder. <laughs> schon wieder? <laughs> ich will doch gar nicht den monatshelden -Mensch. ich will doch nur von morell oder auch trost nein nicht den nicht den dicken käfer da hätten wir schon wieder grimm wenn ich blau kriege kriege ich halo oder grimm ich weiß nicht, was das soll. Warum? Gib mir doch mal was anderes. Grams. na ja, Little John, okay. nächstens mal vier Sterne. Ja, da ist er, Grams. Ja, sehr ehrlich. Natürlich. Brauchen wir nicht. Ach, mann. Komm schon. Gelb brauche ich nicht. Immer als Poppy ist dann Season 1 drei Sterne in Gelb. Da! Ich, ich, Poppy, ich sage es, ich sage es und sie kommt wieder. Das kann doch nicht sein. Was geschieht hier? Wenn jetzt was in den, ist was Geiles in den Kisten? Ah, ja, okay. Wappenrock. Komm. Das, das war's dann. dann. Dann bin ich durch. Dann habe ich keine Lust mehr. Jetzt komm, lass es mich nicht bereuen. Komm schon. Ach ja, er hat auch noch gefällt. Natürlich. Deine Morris. Ach, es kommt. Kommt jetzt nur Season 1 wieder? Morell oder Oktros? Was verstehst du denn nicht? Nicht Poppy. Nicht <laughs> Poppy. Oh. Das, ja, und er ist der Abschluss. Er ist der krönende Abschluss. Leck mich, leck mich. Dieses Portal ist der größte Scheiß. Wirklich, das ist das Wahnsinn. Nein. Tanz mich mal. Dann wieder kein Morell und kein Oktros. Dann leck mich am Arsch. Und, ähm, ne. Das kann doch nicht sein. Ich kriege nur, nur... Ich krieg nur eine, eine Handvoll verschiedener Helden. Das ist doch Wahnsinn. Zera, die will ich ja auch. Nicht. Ich will doch nur den Helden haben, den jeder in seiner fucking Defensive drin hat. Warum kriegt den jeder nur ich nicht? Aber weißt du, was das Ding ist? Man muss ja mal überlegen. Man muss, man muss ja jetzt wirklich äh, mal, mal logisch rangehen. Ja, jetzt unabhängig davon, wie es jetzt bisher gelaufen ist. Ähm, ich will meine Defensive verstärken. So, wie kann ich sie verstärken? Ich kann sie mit Morell und Oktros verstärken. So, das ist jetzt, das ist so der, der, der Clou. Also, ich würde dann rein theoretisch Morell aufstellen. Frick aufstellen, Snolford aufstellen, Oktros aufstellen und El Nadaha. Oder Frick rausnehmen und El Nadaha dafür rein. Aber Oktros bräuchte ich schon. Ich muss halt, ich muss halt Alternativen finden zu Ruby und zu Kobalt, weil die sind scheiße. Die sind scheiße. Und da, da, das sind halt nur die beiden, die Alternativen. Im Blau vielleicht noch. Ähm. Na ja, wohl, da ist eigentlich. Na, auch nicht. Also, ich, ich, ich mache weiter. Ich, ich nehme meine Diamanten für dieses fucking Portal. Und ich hoffe, ich bereue es nicht. Ja, komm, ich, ich, wir, machen, wir machen das jetzt. Ähm, wie machen wir das? Äh, machen wir eine 30er? Komm, wir machen eine 30er. Oh, ich, ich werde mich hassen. Ich glaube, ich werde mich hassen. Aber ich mach's jetzt, komm. Ich, äh, Morell oder Oktros. Ich, die, die, weil die, die verstärken mich. Weißt du, das ist ja das Ding. Ich will mich ja verstärken. Und genau die beiden bräuchte ich. Und genau das ist halt dieses Portal, wo ich sie kriegen kann. Fuck you. Viele drei Sterne. Das ist Wahnsinn. Wir haben ein Drittel durch, glaube ich, Also es sind einfach nur drei Sterne. Das ist, das ist Wahnsinn. Aber ja, wir sind bei der Hälfte jetzt. Den kannst du ja auch sonst wo hinschieben. Wirklich. Wow, noch nicht mal, noch nicht mal ein Fünfer. Noch nicht mal ein Fünfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 23 Dreier in der 30er Beschwörung. Wow. Wow. Geil. Ja. Ah, jetzt auch nur wollen wir das letzte gar nicht angucken. Das interessiert eh nur das erste. Ah, je. Yeah. Also, lass es lieber. Das war das Portal, wo ich gesagt habe: komm, da sind die Helden, die einen verbessern. Und wir sind jetzt am Ende schlauer. Und es kam nur Scheiße: 233 Dreier in der 30er-Beschwörung. Ja, ich sag, ich sag mal so. Ne, ein zu kriegen ist sowieso, ist sowieso sehr, 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 sehr schwierig. Selbst hier ein äh, Morell zu kriegen. Aber trotzdem, sie sind ja in dem Portal offiziell drin. Seltener Season hier hält. 4 hält. 51,4. Es kann das sein, dass das ein bisschen verbessert wurde hier zumindest. Boten. Gefühlt aber, und trotzdem war noch sehr viel drei Sterne. Ja, was soll ich sagen? Der, der Wille war da. Ja, der Wille war da. Aber, ähm, Der Output war echt scheiße. <laughs> ja, gut, ähm. Ich, äh, Dann, dann bleibt es weiter ohne Morello noch draus. Ja, dann müssen Kobalt und äh, Ruby weitermachen. Was soll ich machen? Kann sie mir ja nicht irgendwie äh, herzaubern oder so. Ja, geil. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, überlegt es euch, wenn ihr einen bestimmten Helden haben wollt, ob, überlegt euch, ob ihr beschwören wollt oder nicht. Und ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.